Mein größtes Projekt ist immer das, was gerade vor mir liegt. Ich bin auf dem Weg nach Lhasa, ich bin auf dem Weg nach Shanghai, ich bin auf dem Weg nach Buenos Aires, ich mache gerade ein Projekt in New York, aber ich mache auch eins in Paderborn. Ich hatte gehört, dass es die beste in Deutschland sei, Interlutions, das sagte man mir. Mein damaliger Assistent stolperte da rein, es war im Hochparterre, glaube ich, in Ehrenfeld, und es war eine kleine Bude. Aus dieser kleinen Bude ist nun ein fantasiereiches Gebilde entstanden von ungeheuer tüchtigen Kindern, die da in den Medien herumfischen. Das ist Interlutions. Als Künstler begegnen mir leider zu wenig kreative Kollegen. Die meisten sind tot, Interlutions lebt noch. Ich benutze die neuen Medien für die Kunst, seitdem es die neuen Medien gibt. Ich bin ein Medienkünstler der ersten Stunde. Meine Projekte sind globale Skulpturen. Bevor die neuen Medien kommen, habe ich mit den alten gearbeitet. Ich habe die erste Satellitenübertragung, die in der Kunst geschah, schon 1977 gemacht, indem ich den Absturz einer Cessna auf die Müllfelder von New York live in die Documenta übertragen habe. Das alles ist heute Kunstgeschichte und man kann das nachschlagen, wenn man bei Interlutions in H.A. Schulz reingeht. Und ich hoffe, das tun alle, die das in diesem Augenblick noch nicht getan haben. An der Website gefällt mir, dass Menschen aus Argentinien, dass Menschen aus Uruguay, dass Menschen aus Aserbaidschan, dass Menschen aus New York, dass Menschen aus Shanghai eigentlich fast täglich bei mir sich einklinken und dann wissen, was der HA hier in Köln am Rhein gerade treibt. Wir leben heute in der Stauzeit. Wenn wir aus dem Fenster gucken, dann staut sich alles. Wir werden uns überlegen müssen, ob wir, so wie wir uns in den Jahrzehnten davor in der Autoepoche bewegt haben, weiter bewegen wollen. Ich denke, das wird nicht geschehen können und so wird die Zukunft in diesen neuen Medien liegen und das müssen wir gemeinsam erarbeiten. Ich wäre als Künstler ein klein bisschen zu schnell, wenn ich alles schon wüsste, denn ich habe ja noch eine gute Lebenserwartung. Ja, ich bin mit verschiedenen Verlagen gerade damit beschäftigt, die Website auf irgendeine Art so als Taschenbuch herauszubringen, damit hinter Leute, die noch so ein klein bisschen altmodisch sind, mich in die Tasche stecken können. Braucht ihr noch was?